Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Weiter geht's! Ich glaube, das ist der kürzeste Weg. Und zwar da lang. Auf zum Boss. Mann, ist das ein langer Fahrstuhl. Natürlich wird erst ein bisschen Hilfe angeboten. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt 3 angeboten. Einen vorher und jetzt schon 2. Ich werde aber nicht lange warten. Definitiv nicht. Ich werde nur ein bisschen warten. Na, die Wunder, die man da kriegt, sind auch nicht ganz so wichtig. Zumindest zur Zeit. Okay. So langsam dauert es mir zu lange. Hallöchen, Drachentöterrüstung. Heil. Ah!
Au! No! Heil! Au! no. No. So, stark bist du ja nicht, ne? Nein. Hier ist eher der Feind, die das Schild als seine Axt. Au. Ein starker Schlag und er ist weg. Oh, über 70.000 Seelen habe ich jetzt. Ich glaube, hier unten lag doch was. Ich mag die große Keule. Den Schlüssel braucht man, um dahin zu kommen. Der liegt übrigens erst da, wenn man Jorm die Ritter des Abgrunds wie hießen die jetzt nochmal? Die Ritter des Abgrunds waren das, glaube ich. Die muss man da auch mit. Die muss man auch besiegen. Und dann noch Aldrich. Den muss man auch besiegt haben, um den Schlüssel überhaupt zu bekommen. Weil sonst liegt die Leiche nämlich da nicht. Ich hab den hier ganz vergessen. Da unten liegt was. Sonnenuntergangsschild. Ein Schild, das ich nicht unbedingt brauche.
Welcome home, speak. Very well, then take them. Ich würde sagen, etwas im Leben kann nicht schaden. Farewell, Ashen One. Aha, so. Also so richtig Seelen habe ich nicht. Ah, tis good, wasn't it? Bräuchte auf jeden Fall ziemlich viele Titanit-Schuppen. Pretty, be careful. So, es werden erstmal weitere Wunder von ihr gekauft. Fehlen nur noch diese drei Wunder. Ich glaube, mir fehlen noch zwei von den Verstärkung für meinen Estus-Flakon. Weiß jetzt nur nicht, wo die sind. Ja, hau nur ab! Au! Titanitbrocken, yay! Kann ich gebrauchen! Verdammt! Wenn ich hier nochmal hingehe, muss ich das nochmal wiederholen.
Noch. Ah, ein Titanitbrocken. Nun zu denen da. Au! So, weg mit denen. Oh Mann, die machen ganz schön Schaden. Oh, Titanitschuppe. Heil! Heil! So, weg ist er! Danke für den Tina, die Brocken! Die kriegt man hier jetzt in Massen. Und die Kristallglocke, die ich nicht brauche. So, jetzt erstmal das Wachs ausprobieren. Ja, danke für das Funkeltitanit. Oh, zwei Stück sogar. So, hier ist doch noch irgendwo ein Hebel. Da. Geheimgang. Schwarzes Haar der Hexe, eine Peitsche, die ich nicht brauche, und eine Pyromantie, die ich auch nicht brauche. Oh, eine Titanitschuppe. Oha, das ist ein schwieriger Sprung. Mach ich aber erster. Oh, Geheimnis. Erstmal zurück. Oh, das habe ich auch fast übersehen. Oh, hab schon 22.000 Seelen. Wie viele brauche ich fürs nächste Level? 49.000, heißt noch 27.000. Na, was ist denn hier? Eine Titanitscholle. Eine weitere Waffe kann hochgepusht werden.
Bis wann ist das eigentlich mit diesem Wachs? Oh, das ist jetzt vorbei. So, weg mit dem! Erstmal wird sich um den da gekümmert! So! Hallöchen, Magier! Heil! So, weg mit dem! Na, endlich! Der hat mich eben ganz schön gut erwischt. Hebel. Shortcut. Ring der Gelehrten. Tina den Brocken. Was da hinten ist, werde ich noch später erkunden. Und was da oben ist. Ich werde nämlich erstmal meine Seelen da erstmal ausgeben. Das ist sinnvoll. Und ich muss ja hier noch irgendwie einmal runterspringen. Ja. Welcome home, speak. Very well, then taken. Einmal ein bisschen in Stärke, bitte. Farewell, Ashen One. Ah, just wasn't it? Für weitere Sachen habe ich anscheinend keine Seelen mehr. Oh, 10.000. Ashen One. Ah, just what need.
Also, was mache ich jetzt mit der Titanit-Schupp? Nein, mit der Titanit-Scholle. Ich würde sagen, das hier mal auf Stufe 10 bringen. Pretty, be careful. I don't... Ich werde jetzt eine andere Waffe wählen. Nur welche werde ich jetzt nehmen? Zurzeit habe ich nicht viel Auswahl eigentlich. Ja, so kann ich es sein lassen. Mit der... Rüstung. Noch eine Sache und dann habe ich von ihr alles. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.